Radio Steiermark, Journal. Es ist 12.30 Uhr, Weltkrebstag im Zeichen der Corona-Pandemie. Experten empfehlen Impfung gegen Covid auch für Krebspatienten und appellieren, zu den Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Der Weltkrebstag am heutigen 4. Februar steht ganz im Zeichen von Corona. Für jeden von uns bringt die Pandemie Herausforderungen mit sich, für Krebspatienten jedoch in besonderem Maße. Sie haben zusätzlich zu den Ängsten rund um ihre Krebserkrankung auch noch die Angst wegen Corona. Experten empfehlen die Corona-Impfung auch für Krebspatienten und sie appellieren, trotz der Pandemie zu den Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Sonst könnten viele Krebserkrankungen möglicherweise zu spät erkannt werden. Brigitte Reisinger informiert. Wer Krebs hat, lebt derzeit in einer doppelten Angstsituation, formuliert es Erika Richtig, die Präsidentin der Krebshilfe Steiermark. Auf der einen Seite bedingt durch ihre Krebserkrankung, auf der anderen Seite aber auch bedingt durch die Corona-Pandemie. Und das ist für alle Krebspatientinnen und Patienten eine extrem belastende Situation. Das sei auch in der Beratung durch die Krebshilfe deutlich spürbar, sagt Erika Richtig. Trotz Lockdowns sei die Zahl der Anrufe unverändert hoch. Zusätzlich sei der Betreuungsbedarf gestiegen. Das heißt, der Einzelne kommt mit sehr viel mehr Belastung in die Krebshilfe, in die zumeist derzeit telefonische Beratung, in seltenen Fällen auch Videoberatung. Man merkt, dass die Patientinnen und Patienten einen unheimlichen Bedarf haben, hier auch unterstützt zu werden. Dass es noch mehr psychologische Unterstützung für Krebspatienten braucht, bestätigt auch Philipp Jakob Joost, Leiter der Abteilung für Onkologie am LKH Graz. Krebspatienten seien derzeit deutlich mehr belastet. Die Ankündigung des Gesundheitsministers, mehr Mittel für ein besseres Auffangnetz zur Verfügung zu stellen, begrüße er. Gerade Krebspatienten sollten sich gegen Corona impfen lassen, rät Joost. Wenn Corona-Infektionen bei Krebspatienten auftreten, die unter Therapie sind, sind die Verläufe oft etwas schwerer. Die Gefahr ist also relevant, dass Krebspatienten sich mit Corona anstecken und durch einen schweren Verlauf auch Therapieunterbrechungen stattfinden, die natürlich für das Gesamtverlauf der Tumorerkrankung sehr negativ sein können. Die zusätzlichen Risiken seien gering, sagt Joost. Möglicherweise könnte die Impfung aber nicht so gut wirken wie bei gesunden Menschen, weil das Immunsystem eingeschränkt sein kann. Krebspatienten sollten sich an ihren behandelnden Arzt wenden. Die Ärzte appellieren übrigens, trotz Corona zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Sowohl beim Brustkrebs-Screening als auch bei der Hautkrebsvorsorge seien Rückgänge spürbar, sagt Erika Richtig von der Krebshilfe. Es bestehe die Gefahr, dass Erkrankungen möglicherweise zu spät erkannt werden. Erika Richtig, die Präsidentin der Krebshilfe Steiermark und Krebshilfe-Geschäftsführer Christian Scherer sind übrigens ab 13 Uhr bei Werner Ranacher in Hallo Steiermark zu Gast und nehmen dort ausführlich zu allen Themen rund um den Weltkrebstag Stellung.